Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Wenn Sie Bavaz besuchen, ist das Heimatmuseum im Schwabhof ein Besuch wert. Die Ausstellung ist nicht nur voller interessanten alter Einrichtungsgegenstände, sondern gibt auch einen Einblick in das Alltagsleben der Menschen, die früher hier lebten. Das Dorf legt großen Wert auf die Pflege von Tradition und schwäbischer Kultur. In vielen Dörfern der Branau gibt es ungarndeutschen Heimatmuseums. Eines davon ist Bavaz, wo das Gebäude auch Teil eines Kulturzentrums ist, das sich im Schwabhof befindet und in dem auch verschiedene Veranstaltungen organisiert werden. Also eigentlich dieses Gebäude hat vier Teile. Eine vierte Stufe, sogenannte Tistasoba, eine Küche, wo man reingehen kann und ein Schlafzimmer, wo eigentlich sie geschlafen haben und gelebt haben. Und was wichtigste ist, neben dem Schlafzimmer war ein Stall. Wenn wir wissen, also in diesen alten Zeiten, was war das Wichtigste bei der Bauernarbeit? Die Tiere. Und nur ein Einwand war, und deshalb haben alles gehört, was ist da draußen oder in der einen anderen Seite. Deshalb war das wichtig. Also diese Gebäude war diese Zimmer, was die vierte Stube, wo sie nicht gelebt haben, hatte auch Funktionen bei dem Hochzeit oder bei den, wenn jemand in der Familie gestorben ist. Aber sonst war eigentlich leer. Dort waren die reicheste Sache, das können wir vielleicht sagen. Und hier war eine ganz einfache Küche, wo wir jetzt sind. Und hinter von mir, da ist eine Speisekammer. Das ist schon eine moderne Form, das kann ich sagen, weil ich glaube, früher hier war keine Speise. Und war diese Wohnzimmer. Und hier haben viele Generationen, zwei, drei Generationen zusammengelebt. Was wir gut wissen, dass hier zuletzt mal sieben Personen nur in dieser Küche und in diesem Wohnzimmer zusammengelebt haben. Also heutzutage, wenn wir als Jugendliche nachdenken, das können wir nicht wissen. Wir haben alles so gemacht. Hatte keine eigene Zimmer, keine eigene Bett. Also eigentlich das in dieser Form, das können wir schon nicht so gut denken, wie war das früher. Aber sie haben so gut und ganz wohlfühl gelebt, vielleicht, das können wir sagen. Wenn uns eine Gruppe kommt und fragen, wo ist die Badezimmer? Und dann sage ich, ja, da ist die Tür und da ist die Lavor ist hinten und dort haben wir alles gemacht. Also eigentlich, ja, das zeigt ein echtes allgemeines Bauernleben und deshalb ist wichtig dieses Haus, weil das ist ein echtes Kolonistenhaus, was im 1784 gebaut haben und symbolisiert eigentlich die echte Bauernhaus und nicht die reicheste Teil zeigt, sondern die größte Teil sind die normale originale Bauern waren und bei den Möbelstücke und alles können wir das hier in diesem Gebäude so sehen, was war früher, wie haben diese Leute zusammengelebt. Die Zimmer sind mit schönen alten Möbeln eingerichtet. Ein Besuch des Museums gibt Ihnen einen Einblick in das Alltagsleben der ungarndeutschen Siedler, die hier lebten. In der vierten Stufe können wir auch ein schönes Bett sehen, mit alle Bettwäsche sind drin, wie früher war. Und wenn wir zusammen sehen und sehen wir diese Schränke, dann können wir sehen, diese sind ganz einfache. Keine Motivierung, keine Extra ist drin, sondern ganz einfache, wie diese Leute auch waren, ganz einfache. Also zum Beispiel, was ganz interessant ist, wir haben ein Hänger für Kleidung, also das zeigt zum Beispiel, früher waren keine Schränke, sondern diese Holzhänge war und dort waren die alltägliche Kleidungsstücke.
Und wir haben ein kleines Gedicht von Haus, das können wir auch am Wand sehen mit Bildern von den alten Zeiten, wie hat das früher dieses Haus gesehen. Und wir haben noch ein Brautpaar, dann können wir sehen, wie war die Hochzeitstracht in Bavaz. Das zeigt zum Beispiel, dass eigentlich die ganze Kleidung war schwarz. Und das ist eine Mode, war früher, also war keine weiße Kleidung. Und ja, wenn wir noch die Wände sehen, dann können wir sehen viele Bilder, dass diese Leute waren römisch-katholische, also eigentlich das war sehr wichtig und sie waren ja jeden Sonntag in der Kirche, also eigentlich das sehr wichtig war. Und wenn wir in der Mitte gehen, dann sind wir in der Küche, dort können wir die Grundstücke sehen, ein Tisch mit einem Sparherd, so haben da dort gekocht und eine Speisekammer haben wir und dort können wir nach oben gehen zu Dach und wir haben noch diese Wohnzimmer, wo wir ein bisschen diese sogenannte Spinnstube sehen können. Dort kann man sehen, diese Leute, wir haben die Zeit gut verbracht und ja, eigentlich bei dem Wohnzimmer können wir andere Möbelstücke auch sehen. Das ist auch eine andere Seite, zum Beispiel bei dem Schränke, weil dort können wir schon ein paar Motivierungen finden. Das zeigt, dass diese Möbelstück schon in den reichesten Zeit, das können wir zwischen den zwei Weltkriegen, dann eigentlich, wenn wir sehen, die Bauern leben, wie war früher, wann sie nach Ungarn gekommen sind, dann waren noch eigentlich gar nichts hier. Erste Generation sind nur hier gestorben. Die zweite haben ein bisschen gearbeitet, haben etwas gegründet und deshalb sagen, dass die Erste haben hier nur den Tod gefunden und dann die Zweite die Not und erstmal die dritte Generation haben den Brot gefunden. Das sagen überall die Ungarndeutschen und ja, das können wir auch bei den Möbelstücken auch sehen. Neben den Einrichtungsgegenständen kann man auch die lokale Tracht sehen. Wie in den meisten Dörfern gilt, je älter die Besitzerin, desto dunkler die Farbe des Kleidungsstücks. Sie hatten eine schöne Kleidung, das war nur für Kirche oder für Feste. Und die alltägliche, die waren in den meisten Fällen zum Beispiel Blaufärbertracht, weil das war eigentlich für alltäglich ganz praktisch. Aber die schönste von diesem Brokat, sogenannte Brokat, das war nur für den Feste und wenn sie in die Kirche gegangen sind. Und in den meisten Fällen die Färbe, das waren auch wichtig, weil bei uns hier in Bavaz war früher die blaue, die grüne Farbe, das war eigentlich die Mode, das können wir sagen, und bei den älteren Generationen die braune oder bei den ganz alten die schwarze Tracht. Wenn wir in andere Dörfer gehen, dann können wir fast gleiche Brokatstoffe finden zum Beispiel, aber das wissen wir nicht, welche Verkäufer waren hier unterwegs und deshalb glaube ich, weil zum Beispiel dieser Brokat, wenn ich das gut weiß, das kommt aus Tschechien oder in der Slowakei und heutzutage auch noch gibt es Fabrik, wo gemacht haben, ja. Gummistiefel waren keine, aber waren auch Holzklumpen zum Beispiel oder sogenannte Patschker. Das war eigentlich und die originale, für die Frauen waren später diese sogenannte Sammetschuhe, das war für die Frauen und für die Männer die normale schwarze Schuhe. Also eigentlich hier die Stiefel waren nicht Mode, weil diese Majorisierung war bei diesen Leuten nicht so stark wie
wie eigentlich in den ganzen Branau, weil diese Dörfer, die größte Teil in den meisten Fällen waren Ungarndeutsch, also eigentlich mit deutscher Abstammung. Sie haben diese Kultur gepflegt oder so haben gelebt und die Magyarisierung war hier nicht so stark wie zum Beispiel in Nordungar, weil wenn wir nach Nordungarn fahren und dort sehen die Ungarndeutschen, dort können wir bei den Männertrakt zum Beispiel die Stiefel auch finden. Der Schwabhof, in dem das Landhaus untergebracht ist, und sein Verein sorgen dafür, dass die Besucher nicht nur die ungarische Kultur kennenlernen, sondern auch neue Erfahrungen machen. Also bei uns im Schwabenhof kann man nicht nur ein Heimatmuseum sehen, sondern kann man hier gut die Zeit verbringen, weil wir sind eine ganz gute Familie und wir können fast alles machen, was zu dem Ungarndeutschtum gehört. Das bedeutet, wenn jemand zu uns mit einer Gruppe von Kindergarten, von Schule oder nur eine erwachsene Gruppe kommen möchte, dann kann man hier einen ganzen Tag gut verbringen, weil wir können alles zeigen, was zu Bavac gehört. Wie zum Beispiel kann man gute schwäbische Gerichte probieren, was mein Schwiegervater kocht, weil er ist Koch. Und meine Schwiegermutter zeigt hier den Heimatmuseum und inzwischen kann man Brot backen oder Tanzhaus können wir zeigen mit echten Bavatzer-Tänze oder Volkslieder lernen, was haben hier die Leute früher gesungen haben. Und ich mache immer ein bisschen Witz, weil was war die witziger Lieder mit zwei Bedeutungen zum Beispiel bei Texten. Oder ich spiele mit Akkordeon und dann zeige ich, wie war früher, weil früher waren nur Knopfharmonika, also eigentlich diese diatonische Harmonika und das zeige ich, wie kann man mit diesem Instrument spielen und dann kann ich, was war die Modernisierung mit Klavier, also eigentlich die Original-Akkordeon, wie kann man spielen. Und wir können einen Rundspazier machen und dann sehen wir die Sehenswürdigkeiten und eigentlich wir haben viele, viele Sachen noch. Die Kinder können alte Bauernspielzeuge probieren zum Beispiel. Also kann man hier sehr viel machen. Jetzt zu Schwabenhof gehört ein Verein. Wir haben einen Verein gegründet vor 4 Jahren und das heißt Boborci Heimat Egyesület, also Bavatzer Heimatverein. Und das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir in dieser Form auch ein bisschen zu diesem Museum oder zu den Programmen etwas bewerben können. Deshalb war das wichtig, weil sonst hat alles nur für eigene, wie sagt man das richtig? Also wir haben eigentlich nur für uns als Familie gemacht und ja, deshalb zu einer Spende oder was, das kommt immer gut und deshalb ist gut, wenn wir einen Verein haben, weil dann können wir ein bisschen bewerben zur Sache und zur Renovierung und alles und so geht es weiter. Die wichtigste Veranstaltung der Gemeinde ist das Babac-Festival, bei dem schwäbischen Traditionen, insbesondere die Gastronomie, im Mittelpunkt stehen. Ein Teil des Programms findet auf dem schwäbischen Hof statt. Jedes Jahr in Bavac ist ein Straßenfest, ein sogenanntes Bohnenfest. Hier kommt das Wichtigste, Bohnen, weil die Bohnengerichte, das war eigentlich jede Woche, sie haben viele Bohnengerichte gegessen, wie zum Beispiel Bohnen mit Nudeln oder sogenannte bei uns Pununul, das haben gegessen und deshalb war früher eine Idee für die deutsche Selbstverwaltung und vor 8 oder 9 Jahre haben zuerst mal ein traditionelles Straßenfest organisiert und jedes Jahr ist hier in Schwaben Dorf, das können wir sagen, diese Straße, wo zum Beispiel dieses Gebäude ist, hier ist ein Straßenfestival. In Bavar spielt die Tradition eine wichtige Rolle. Im Ort werden die Kinder schon sehr früh mit dem schwäbischen Kultur in Berührung gebracht und es ist nicht verwunderlich, wenn die Jugendlichen Mitglieder örtlicher Tanzgruppe oder im Orchester sind.
Wir haben auch eine Grundschule, aber nur Unterstufe, also von 1. bis 4. Klasse. Und die Oberstufe ist in anderen Städten oder in anderen Orten. Also wir sind sehr stolz drauf, weil in Bobortz oder in Bavac können wir so viele Vereine, Kulturgruppen finden. Das bedeutet, wir haben zwei verschiedene Blaskapelle, wir haben zwei verschiedene Tanzgruppen, eine Tanzgruppe mit mehreren Generationen und auch ich mit meiner Frau singen wir als Cresto Duo auch sehr viel und eigentlich bei uns, also wenn jemand nach Bavac kommt, dann können das sagen, da, ja, hier kann man fast alles finden, was zu dem Ungarndeutschtum gehört. Und das ist sehr wichtig, weil bei uns geht alles schon mit dem, fängt alles mit dem Kinder, in den Kindergarten an, weil unser Kindergarten ist zum Beispiel auch ein Nationalitäten-Kindergarten. Also die Kinder können schon auch da im Kindergarten sehr viel von den Ungarndeutschen lernen und das geht weiter mit dem Tanzen und mit Blasmusik. Und wenn jemand denn hier gewachsen ist, dann weiß schon alles und alles wird schon im Blut drin sein. Also das ist sehr gut, ja. Was bei uns ein Vorteil ist, dass die ungarndeutsche Kultur oder Blasmusik, Tänze, egal, das ist überall. Also wenn wir schon in der Straße sind, dann können wir alles hören und alles sehen. Und deshalb wird für die Jugendlichen das Ungarndeutschtum pflegen oder eigentlich diese alles tragen oder so, das wird allgemein sein. Das nicht muss, also wir müssen nicht zu extra für den Jugendlichen geben, weil das ist ganz normal, wenn jemand dann deutsche Tänze tanzt oder Blasmusik spielt. Das ist eigentlich in dem ganzen Dorf so. Die Heimatmuseum von Bavac ist das älteste im Komitat Branau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.